Prolog. Die Spuren verwischen. Heute Morgen hat mich Rino angerufen. Seine Mutter war unauffindbar. Seit wann? Seit 2 Wochen. Und da rufst du mich jetzt erst an. Ja, vielleicht bin ich im Moment auch ein bisschen im Ferrante-Fieber. Ich kann es selbst kaum fassen. Ich habe diese Geschichte, von der ich dachte, sie würde niemals enden, zu Ende gebracht. Ich finde dieses Ende, das ist so groß, das holt die ganze Geschichte noch einmal in einem Moment ein. Ich habe sie zu Ende gebracht und sie geduldig noch einmal durchgelesen, um zu überprüfen, ob sich nicht zumindest in einigen Zeilen der Beweis dafür finden ließe, dass Lila sich in meinen Text eingeschaltet und beschlossen hat, an ihm mitzuschreiben. Und zack ist man wieder am Anfang und man hat plötzlich auf das ganze Geschehen nochmal einen anderen Blick. Und das, muss ich sagen, finde ich genial. Lila steckt nicht in diesen Worten. Darin steckt nur das, was ich festhalten konnte. Es sei denn, dass ich nicht mehr unterscheiden kann, was von mir ist und was von ihr, weil ich mir immer vorstellte, was sie geschrieben hätte und wie. Also so der Abschied von diesen beiden Frauen, um die es ja geht, mich berührt das sehr, muss ich sagen. Es war ganz klar eine besondere Hörbuchproduktion. Ich fühle mich schon geehrt und habe das sehr, sehr gerne gemacht und bin stolz darauf, dass ich das machen durfte.